Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Debatte. Ich sehe, dass wir, so wie in den letzten Debatten dazu, Einvernehmen hier im Landtag haben. Darüber freue ich mich, und das will ich auch ehrlich so benennen. Das ist wirklich ehrlich gemeint. Ich freue mich über diese Zustimmung, weil es in der Sache wirklich notwendig ist. Zwei, drei kleine Bemerkungen erlaube ich mir da dennoch zu Frau Gröger, die ja süffisant eine Pressemitteilung und auch heute gesprochen. Lassen Sie mich auch leicht süffisant sein, indem dass ich Ihnen sage, Sie sollten uns eigentlich dankbar sein, weil eigentlich machen wir ja Ihre Oppositionarbeit. Weil ich kann mich an keinen einzigen Antrag in Ihrer Regierungszeit bzw. danach bis heute zu diesem Thema erinnern. Und insofern, glaube ich, ist das ein bisschen müßig. Zu der Aufklärung, die Sie benannt haben, selbstverständlich, aber gehen Sie davon aus, bei diesem 4G, von dem wir jetzt reden, wir reden jetzt nicht unbedingt von 5G, das ist die Vorbereitung dazu, überhaupt keine Frage, gehen Sie davon aus, dass die Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern, die Wirtschaft, die Einwohner danach verlangen. Natürlich gehört Aufklärung mit dazu. Zu dem Beitrag von Herrn Gröger, vom Grundsatz her, Sie haben ja über 5G im Wesentlichen gesprochen. Es geht aber hier, auch hier gilt das, es geht hier um das Schließen der Funklöcher, damit wir flächendeckend 4G in Mecklenburg-Vorpommern anbieten können, was die Grundvoraussetzung, ich will das gar nicht in Abrede stellen, was die Grundvoraussetzung aber dann für 5G erst ist. Wir müssen aber erst einmal die Hausaufgaben erledigen, und insofern freue ich mich über die wiederholte Zustimmung, und im Antrag steht ja drin, der Ziel dieses Antrages ist der schnellstmögliche Start dieses Funkmastenprogramm ist schnellstmöglich, könnte man auch sagen, unverzüglich. Und in Juristensprache heißt das dann, glaube ich, ohne schuldhaftes Verzögern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass das dann so umgesetzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Waldmüller. Weitere Wortmeldungen?